Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zu dem wohl meist erwartetsten Video zum Thema Home Assistant und zwar kommen wir heute endlich zur 433 MHz Bridge. Für alle, die sich jetzt darunter nicht direkt was vorstellen können, einmal ganz kurz eine Zusammenfassung, worum es heute geht. Und zwar geht es darum, 433 MHz Signale zu empfangen, um sie in Home Assistant verarbeiten zu können. Aber natürlich auch 433 MHz Signale zu senden, um eure funkgesteuerten Geräte wie zum Beispiel Funksteckdosen schalten zu können. Dazu brauchen wir in erster Linie einmal eine Node-MCU. Die Node-MCU ist natürlich das Herzstück des Ganzen, kümmert sich um die ganze logische Abarbeitung. Heißt, hier spielen wir nachher noch ein Programm drauf, was das Ganze dann steuert. Dann brauchen wir einen Funksender. Bei diesem Funksender handelt es sich um einen STX882. Und damit wir auch Signale empfangen können, brauchen wir natürlich noch einen Empfänger. Und dafür haben wir hier einen SRX882. Den Sender und den Empfänger, die gibt es in einem Set in der Regel. Das Set liegt so, weiß ich nicht, bei 5 bis 8 Euro irgendwo um den Dreh. Die Links zu den einzelnen Bauteilen findet ihr auch unten wieder in der Videobeschreibung. Ja, und wie ihr ja wisst, ich bin jetzt eine Kooperation mit PCBWay eingegangen und daher habe ich jetzt auch gesagt, das Video kommt auch erst, wenn die Platinen da sind. PCBWay hatte Urlaub und deshalb bin ich umso glücklicher, dass die Platinen trotzdem echt pünktlich gekommen sind. Also an der Stelle nochmal vielen Dank an PCBWay für diese Platinen und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein, was ich hier bekommen habe. Also als erstes kam wie immer bei den Bestellungen ein Kugelschreiber von PCBWay mit. Dann kamen nochmal zwei von diesen Aufklebern. PCBWay hat ja gerade 6-jähriges Jubiläum. Und dann haben wir hier die Platinen. Die Platinen, wie immer bei mir jetzt, mit vorverzinnten Kontakten, was ich total angenehm finde zu verarbeiten. Man muss nicht extra die Pads nochmal so heiß machen, damit der Lötzinn auch wirklich hält und so, sondern Bauteile rein, Lötkolben kurz dran, vielleicht nochmal ein bisschen Lötzinn nachschieben, aber das hält alles sofort, also das ist in einem Arbeitsgang ganz ratzfatz abgewickelt. Die Platinen findet ihr wie immer bei PCBWay im Shared Projects Bereich. Könnt ihr also auch jederzeit zu euch nach Hause bestellen. Für jeden, der sich neu registriert, sind die Platinen kostenlos. Ihr zahlt nur den Versand, da gibt es den hier eingeblendeten Coupon für jede Neuregistrierung. Und wer noch weitere Fragen zum Bestellvorgang hat, der kann einfach mal oben in die Infobox klicken. Da verlinke ich ein Video, wo ich den gesamten Bestellvorgang nochmal Schritt für Schritt erkläre. Da gehe ich jetzt also nicht mehr im Detail weiter drauf ein. Und diese Platine auf der Vorderseite komplett beschriftet, welches Bauteil kommt wohin. Bei der Node-MCU haben wir auch die ganzen Pins direkt mit beschriftet, damit ihr auch wisst, wie rum hört die Node-MCU da drauf. Die eigentliche Pin-Belegung haben wir auf der Rückseite hier oben auch nochmal hingeschrieben, dass ihr genau wisst, wie ihr das Sketch nachher konfigurieren müsst. Keine Sorge, ich zeige alles nochmal Schritt für Schritt jetzt gleich im Video. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an, diese Platine zu bestücken, richten sie danach am PC ein und binden das Ganze auch direkt in Home Assistant ein, damit ihr in Zukunft auch in der Lage seid, eure 433 MHz Geräte zu schalten bzw. auf eure 433 MHz Fernbedienungen auch zu reagieren. Schneiden wir zuerst mal jetzt hier diese Pinheader zurecht, also die Buchsenleiste. Ich gehe dazu immer her, stecke die einfach so in die Löcher, wie ich sie brauche. Und diesen Pin hier, der als erstes jetzt hinter der letzten Lötstelle liegt, schneiden wir quasi durch. Weil ansonsten, wenn ihr hier versucht, diese Wand wegzuschneiden, dann fällt euch meist der letzte Pin auch raus. Also ein Loch einfach in der Mitte durchschneiden und danach die Ecken so ein bisschen gerade machen. Das ist immer einfacher und so seid ihr euch sicher, dass auch der letzte Pin euch erhalten bleibt. So, und damit wäre das erste Teil hier schon mal zugeschnitten. Das gleiche machen wir jetzt noch für die andere Seite. Jetzt brauchen wir noch einen Dreier, einen Vierer und einen Zweier. So, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Wir haben eigentlich jetzt schon alles auf der Platine drauf, was wir brauchen. Das müssen wir jetzt nur noch festlöten. Damit die Teile nachher auch genau so ausgerichtet sind, wie ich sie gerne hätte, nehme ich jetzt immer schon direkt die endgültigen Teile, die da drauf sollen, und drücke sie einfach hier oben in die Buchsenleisten rein.
Denn so sind sie schon entsprechend fixiert, hier wackelt nichts mehr. Und dann sitzen sie nachher auch direkt in der Flucht mit den Pins der Node-MCU bzw. des Senders und Empfängers. Und dann haben wir da auch keinen Stress mehr, dass wir irgendwas noch gerade biegen müssen oder so, sondern das passt dann einfach. So, jetzt hätten wir alle Teile drauf. Also so sieht die Platine nachher dann auch im fertigen Zustand aus. Und damit ich das jetzt verlöten kann, drehe ich das Ganze jetzt einfach auf den Kopf. Da die Platinen auch in etwa gleich hoch sind, müsste das eigentlich funktionieren, dass ich an alle Beinchen auch drankomme. So, die Platine ist fertig verlötet. Oben die Teile sitzen eigentlich auch alle ziemlich gerade drauf. Ja, und ich würde sagen, damit können wir jetzt direkt runter an den PC gehen. Im Büro angekommen, legen wir auch direkt los. Und zwar bereiten wir jetzt als allererstes mal das Sketch vor, welches wir auf unsere Node-MCU gleich draufflashen wollen. Und wechseln dazu erstmal auf github.com/1technophile1openmqtt-gateway. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. So, und dann seht ihr hier erstmal so eine kurze Dokumentation zu diesem Projekt. Und hier auf der Grafik seht ihr schon, das System bietet eben nicht nur 433 MHz nach MQTT, sondern eben zum Beispiel auch Bluetooth oder LoRa oder GSM, GPRS, Infrarot. Hier sind so einige Protokolle, die ihr ins MQTT einschleusen könnt mit diesem Projekt. Und hier unten seht ihr einige Beispiele, die ihr dann ans MQTT anknüpfen könnt, um eben diese Werte abzurufen. Und genauso könnt ihr natürlich auch von hier entsprechend Signale an diese Technologien senden. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf das 433 MHz Funksignal und damit legen wir jetzt auch direkt los. Die Dokumentation hier unten ist mit Vorsicht zu genießen, um nicht zu sagen, da sind einige wirklich grobe Fehler drin. Von daher werde ich mich da nicht groß drauf beziehen, sondern wir legen jetzt direkt los mit dem Download. Dazu gehen wir hier auf die Release Page, scrollen hier ein Stückchen runter und hier sehen wir schon sämtliche Varianten dieser Bridge. Die ganzen Bin-Files, das sind alles schon fertig kompilierte Programme, die ihr so übernehmen könnt. Ich hatte allerdings damit kein wirkliches Glück und habe mich für die manuelle Variante mit Hilfe der Arduino-Software entschieden. Diese finden wir etwas weiter unten, dafür brauchen wir nämlich die Quelltexte. Und dann sehen wir hier Source Code ZIP und das laden wir uns jetzt einmal runter. Dann sehen wir hier, hat er es fertig runtergeladen, also öffnen wir das Ganze und legen uns das Projekt mal in den Download-Ordner. So, das machen wir jetzt hier schon mal wieder zu. Und was wir jetzt noch benötigen, sind die passenden Libraries dazu. Und dazu suchen wir uns jetzt mal hier Node-MCU V2 RF Libraries, denn RF möchten wir benutzen. Wir nutzen eine Node-MCU, also sollte dieses Package hier passen. Das öffnen wir auch. So, das sind also die Libraries, die wir jetzt benötigen für unser Projekt. Und diese müssen jetzt in die Arduino IDE integriert werden. Und dazu geht ihr nochmal in den Explorer, wählt hier auf der linken Seite Dokumente aus. Und im Dokumente-Ordner, da gibt es einen Ordner Arduino. Heißt, bei mir ist es jetzt das Laufwerk D, bei den meisten wird es wahrscheinlich das Laufwerk C Doppelpunkt sein und dann Benutzer. Euer Benutzername und dann Documents. In dem Dokumentenordner jedenfalls in den Ordner Arduino wechseln und darin gibt es jetzt noch einen Ordner Libraries. Da geht ihr rein und hier müssen jetzt diese Libraries hin entpackt werden. In meinem Fall sind sie wahrscheinlich schon alle vorhanden. Ich soll jetzt einfach mal im Ziel ersetzen. Und damit ist die Vorbereitung eigentlich soweit abgeschlossen. Wechseln mal in das Verzeichnis und dann sehen wir hier einen Ordner Main. Da gehen wir mal auch noch rein und da gibt es eine Datei main.ino. Ihr seht schon, die wird mir hier als Arduino-Datei angezeigt und damit öffnen wir sie jetzt auch und laden sie somit einmal in unsere Arduino-Software.
So, und wenn alles geklappt hat, dann seht ihr hier oben sämtliche Dateien aus diesem Verzeichnis, die ihr braucht. Als erstes müssen wir jetzt einmal einstellen, welche der Technologien, die zur Verfügung stehen, wir verwenden möchten. Dazu gehen wir in die userconfig.h, scrollen mal ein kleines bisschen runter und dann finden wir jetzt hier einen Block, in dem erstmal alles auskommentiert ist mit diesen zwei Slashes davor. Das heißt, erstmal ist gar nichts aktiv und was wir jetzt gerne möchten, ist RF, also unser Funksignal. Dafür nehmen wir jetzt hier die beiden Slashes davor weg und aktivieren somit das 433 MHz Signal. Damit jetzt unser Home Assistant das System auch finden kann, müssen wir jetzt noch hier unten das Home Assistant Discovery aktivieren. Und dafür nehmen wir jetzt hier die beiden Slashes auch noch weg bei ZMQTT Discovery. Und jetzt müssen wir mal hier oben auf dieses kleine Dreieck klicken und suchen mal die Datei config-rf.h. Hier ist sie. Diese wählen wir aus. So, und hier geht es jetzt darum, den richtigen GPIO-Pin für den Empfänger auszuwählen. Standardmäßig steht dieser auf D3. Nach viel Ausprobieren sind wir zu dem Schluss gekommen, dass D7 die bessere Wahl ist. Der D3 hat bei mir nicht funktioniert, hat beim Jürgen nicht funktioniert. Von daher, der D7 funktioniert. Insofern stellen wir das Ganze jetzt auch mal entsprechend um. Wir suchen jetzt hier einmal die Stelle, wo die Pins definiert werden. Das ist ganz am Ende. Und hier seht ihr jetzt RF Receiver GPIO 0. Und GPIO 0 entspricht dem D3. Wir hätten hier aber gerne den D7 und D7 entspricht GPIO 13. Wenn uns jemand hier sagen kann, warum der D3 bei uns vielleicht nicht klappt, ob wir irgendwas falsch gemacht haben, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, aber wir haben es jedenfalls so nicht geschafft. Mit GPIO 13, also dem D7, funktioniert es bei uns aber tadellos. Hier seht ihr noch die Einstellungen für den Sender. Der Sender wird hier an GPIO 3 festgelegt und das entspricht dem RX-Pin an der Node-MCU. Das passt auch so, das können wir so lassen. Und insofern sind wir jetzt mit der Anpassung auch fertig und wir können das Ganze auf unsere Node-MCU hochladen. Wir wählen jetzt dazu hier oben Node-MCU 0.9 und ganz wichtig, Erase Flash, All Flash Contents. Die Node-MCU unterstützt ja WLAN und sie hat auch die Möglichkeit, die WLAN-Konfiguration im eigenen Speicher zu hinterlegen. Wenn ihr jetzt hier auf Only Sketch stehen lasst, dann schiebt ihr zwar das Sketch hoch, die Node-MCU behält aber ihre alten WLAN-Einstellungen. Wenn ihr euch sicher seid, dass die WLAN-Einstellungen, die hinterlegt sind, passen, weil ihr vorher schon mal das gleiche Sketch drauf hattet, nur irgendwelche Konfigurationen geändert habt, dann könnt ihr vielleicht Only Sketch lassen. In der Regel würde ich empfehlen, wählt hier All Flash Contents, richtet danach das WLAN einmal kurz neu ein. Das ist auf jeden Fall in 90% der Fälle schneller, als anschließend den Fehler zu suchen. Dann überprüfen wir hier noch den Port. Ich habe in meinem Fall die Node-MCU noch nicht angeschlossen. Das mache ich jetzt mal eben. So, und jetzt sehen wir hier COM3, das wählen wir aus und wir sagen einmal hochladen. So, das Hochladen ist abgeschlossen und die Node-MCU ist somit jetzt fast einsatzbereit. Jetzt brauchen wir als nächstes einmal unser Handy. Oder alternativ, wenn ihr einen Laptop habt mit WLAN, könnt ihr auch den Laptop benutzen, denn wir müssen jetzt das WLAN der Node-MCU noch konfigurieren und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ja, was ihr hier seht, ist jetzt mein Handy. Ich habe einen extra Launcher auf dem PC, mit dem ich über USB in der Lage bin, mein Handy am PC zu steuern und von daher habe ich gedacht, zeige ich euch das auf diesem Weg, das ist angenehmer als mein Handy abzufilmen. Und insofern machen wir jetzt hier auch direkt weiter. Also, die Software ist auf unserer Node-MCU installiert. Diese sollte jetzt einen WLAN-Access-Point geöffnet haben. Und von daher gucken wir jetzt mal hier in unseren Netzwerkeinstellungen, ob wir dieses WLAN finden. So, und da ist es auch schon. OpenMQTT Gateway. Da gehen wir jetzt mal drauf. So, er hat direkt verbunden. So, und jetzt öffnen wir den Browser. Und wechseln mal auf die Adresse 192.168.4.1.
Und das ist jetzt die Oberfläche von unserer NodeMCU, also von dem OpenMQTT Gateway. Und was uns jetzt interessiert, ist der Menüpunkt Configure Wi-Fi. Denn wir möchten jetzt unsere NodeMCU in unser lokales WLAN aufnehmen. Also klicken wir da mal drauf, wählen jetzt hier unsere WLAN-Kennung aus, also die SSID, tragen jetzt hier unser WLAN-Passwort ein. Hier muss jetzt die IP-Adresse unseres MQTT-Servers eingetragen werden. Bei mir ist das die 5.50. Die tolle Autoerkennung macht mir hier immer eine Leertaste hin. Also aufpassen, das muss natürlich alles zusammenhängend hier geschrieben sein. Der Port ist korrekt. Der Username war bei mir MQTT. Da müsst ihr natürlich gucken, was ihr da eingetragen habt. Und euer MQTT-Broker-Passwort. Dann benötigt ihr hier noch den Gateway-Namen. Ich mache es mal ins Vollbild. So, und dann müsst ihr jetzt hier nur noch auf Save klicken. Das Gerät startet einmal neu. Und jetzt seht ihr hier schon, er hat die WLAN-Verbindung verloren. Sollte jetzt wieder in das normale WLAN zurückverbinden. Und wenn wir jetzt hier nochmal gucken, müsste dieser Access Point von gerade eben auch verschwunden sein. Dürfte, wenn alles geklappt hat, auch nicht mehr wiederkommen. Das sieht gut aus, der Access Point kommt nicht wieder, insofern hat die NodeMCU es jetzt geschafft, sich mit dem WLAN zu verbinden. Heißt, wir können den Browser am Handy wieder schließen und sind soweit mit der Einrichtung der NodeMCU nahezu fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Einrichtung im Home Assistant selber. Dafür wechsle ich jetzt erstmal wieder an den PC und wir verbinden uns mit unserem Home Assistant. So, nachdem wir jetzt das Sketch auf die NodeMCU geflasht haben und die NodeMCU einmal neu gestartet haben, schauen wir jetzt mal im Home Assistant, was wir jetzt hier tun müssen. Und zwar haben wir jetzt hier keine neue Benachrichtigung irgendwie über neue Geräte oder ähnliches, aber wenn wir jetzt mal unter Einstellungen gehen und dann auf Geräte wechseln, suchen wir mal hier nach Gate. Und dann sehen wir hier, hat er schon ein Gerät erkannt, OpenMQTT Gateway. Wenn wir da mal draufklicken, sehen wir hier Erase OpenMQTT Gateway, Gateway RF und Restart OpenMQTT Gateway. Vorsicht vor dieser Entität. Wenn ihr die aktiviert, ist die nicht mehr zu gebrauchen, müsst ihr neu flashen. Also ich empfehle euch hier, klickt hier einmal drauf und sagt hier Entität deaktivieren. Aktualisieren und dann ist sie weg. Dann könnt ihr nicht aus Versehen hier irgendwie eure Firmware zurücksetzen. Ich in meinem Fall gehe sogar so weit, ich sage auch, ich möchte auch von hier nicht neu starten. Wenn das Ding neu gestartet werden muss, dann drücke ich mal eben aufs Knöpfchen. Das kann jeder halten, wie er möchte, aber das zum Löschen der Firmware würde ich auf jeden Fall hier deaktivieren. So, und das war's eigentlich. Jetzt ist das Gateway einsatzbereit. Ich nehme jetzt mal einfach meine Fernbedienung in die Hand. Und drückt mal auf den Knopf und ihr seht sofort, dass er hier diesen Tastendruck als neue Entität erkannt hat. Und das liegt einfach daran, dass unser Gateway jetzt per 433 MHz das Signal der Fernbedienung aufgefangen hat, das an MQTT gesendet hat. Und da Home Assistant auch auf MQTT lauscht, konnte er jetzt hier diese Entität abgreifen und sofort automatisch anlegen. So, wenn wir jetzt einmal kurz die Geräteseite neu laden, dann sehen wir das Ganze hier auch in der korrekten Ansicht. Jetzt hat er nämlich schon geschnallt, das ist ein Switch, also haben wir hier einen An-Aus-Schalter und hier das gewohnte Icon, den Blitz für einen Switch. Können jetzt auch nochmal hier draufklicken, wir können ihm jetzt hier einen sprechenden Namen geben. In dem Fall wäre es jetzt Leinwand rauf, ich sag mal aktualisieren. Dann kann ich auch mal noch Leinwand runter betätigen. Sagen wir wieder aktualisieren. Und so hätten wir jetzt schon zwei neue Entitäten per Funk angebunden. Damit diese Automatisierung hier aber funktioniert, dass er eben hier diese Entitäten automatisch anlegt, dafür müsst ihr erstmal die automatische Erkennung für euer MQTT aktiviert haben. Dazu müsst ihr hier oben auf Integrationen wechseln. Ihr kommt da auch hin, wenn ihr sagt Einstellungen, Integrationen. Und dann sagt ihr hier Konfigurieren. Reconfigure MQTT, das könnt ihr alles so lassen, wie es ist, das funktioniert ja, wir sagen Absenden und wichtig ist hier oben Enable Discovery.
Das ist mal das Erste, damit er überhaupt Geräte automatisch erkennt. Dann sagen wir absenden. So, jetzt ist die Erkennung generell überhaupt erstmal aktiviert. Und dann gibt es hier im Integrationsbereich noch einen Punkt. Und zwar auf die drei Punkte Systemoptionen. Und hier müsst ihr sagen, neu hinzugefügte Entitäten aktivieren. Wenn deaktiviert, werden neu erkannte Entitäten für MQTT nicht automatisch zu Home Assistant hinzugefügt. Das müsst ihr zusätzlich noch eingeschaltet haben, damit die Geräte wirklich in dem Moment, wo ein Funksignal erkannt wird, auch automatisch hier eingebunden werden. Und damit ist euer MQTT-Gerät eigentlich schon einsatzbereit. Jetzt möchten wir aber natürlich nicht nur auf die Fernbedienung lauschen können, sondern wir möchten ja auch hauptsächlich wahrscheinlich erstmal in der Lage sein, unsere 433 MHz Geräte zu schalten. Und dafür gehen wir jetzt mal in den File-Editor. So, hier seht ihr meine Configuration-YAML und interessieren tut uns jetzt der Punkt Switch. Ich habe jetzt hier mit Ausrufezeichen include switches.yaml dafür gesorgt, dass alle Punkte, die unter Switch aufgelistet werden, in die Datei switches.yaml ausgelagert wurden. Einfach damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher bleibt, sonst hätten wir hier hinterher eine endlos lange Liste an Schaltern bzw. an Geräten, die halt zur Kategorie Switch gehören sollen. Und um das zu vermeiden, sage ich jetzt hier include switches.yaml. Und da wir hier jetzt den Eintrag vornehmen möchten, wähle ich jetzt hier oben genau diese Datei aus, switches.yaml, wechseln wir rein. Und hier habt ihr schon ein Beispiel für eine Funksteckdose. Wir möchten die Funksteckdose schalten über MQTT, denn Home Assistant soll an MQTT den Schaltbefehl für die Steckdose senden. Der Name der Steckdose ist 3D-Drucker. Dann habe ich hier noch ein Icon hinterlegt, hier dieses normale Steckdosensymbol. So, und jetzt wird es interessant, das State-Topic. State-Topic ist der Status. Heißt, das ist quasi unser Sensorsignal. Hierüber weiß MQTT, in welchem Status ist die Steckdose gerade. Ist sie an oder ist sie aus? Über das Command Topic ist Home Assistant in der Lage, der Steckdose einen Befehl zu senden. Hierüber sagt Home Assistant also der Steckdose, schalte dich ein oder schalte dich aus. Dann haben wir hier noch Payload On und Payload Off. Das heißt, wenn wir in der Oberfläche nachher sagen, schalte diese Steckdose ein, dann sendet Home Assistant auf das Command Topic den Payload On. Und wenn wir sagen, schalte die Steckdose aus, dann schickt er an dieses Topic auf dem MQTT diesen Payload. Dann sagen wir hier noch Optimistic True, Quality of Service 1 und Retain False. Ja, und das ist die ganze Konfiguration für unsere erste Funksteckdose über MQTT. Wenn ihr diesen Eintrag neu vorgenommen habt, müsst ihr einmal auf Einstellungen wechseln, Serversteuerung, einmal Konfiguration prüfen. Wenn sie in Ordnung ist, könnt ihr hier sagen Neustarten. Nach dem Neustart ist die Konfiguration aktiv. Dann können wir in die Übersicht gehen und hier so eine Karte anlegen. Karte anlegen machen wir mit Benutzeroberfläche konfigurieren. Ich schmeiße jetzt hier einfach nochmal raus. So, und dann seht ihr hier schon 3D-Drucker, die Steckdose. Müsst ihr nur noch draufklicken, könnt dem Ganzen hier auch noch einen anderen Namen geben. Nur damit ihr mal seht, es ist möglich, das zu ändern. Hier könnt ihr das Icon auch nochmal überschreiben. Und dann sagen wir speichern, verlassen das Ganze. Und so sind wir jetzt in der Lage, die Steckdose zu schalten. Jetzt ist sie ein, jetzt ist sie aus. Ich weiß nicht, ob man das Klicken im Hintergrund hört, das ist auf jeden Fall die Steckdose. So, und damit ihr auch seht, dass das funktioniert, mache ich jetzt mal den MQTT Explorer auf. So, und hier seht ihr jetzt alle MQTT-Nachrichten, die auf unserem MQTT-Broker laufen. Interessant ist gerade eigentlich für uns nur Home und OpenMQTT Gateway. Und jetzt haben wir hier eingeschaltet und jetzt seht ihr hier unter Commands ist jetzt was hinzugekommen. Also das Commands-Topic wurde jetzt gerade erst eröffnet. Und hier seht ihr jetzt Value 4527425. Das ist der Funkwert, der übertragen wird. Also das ist unsere eigentliche Value, die auf dem 433 MHz nachher ausgegeben werden soll. Und darüber wurde die Steckdose eingeschaltet.
Wenn ich jetzt nochmal klicke, dann sehen wir, kommt ein neues Command. Ihr seht das, die 25 war ein. Und wenn wir jetzt ausschalten, dann wechselt dieses hier auf 28. Also 28 ist das Abschalten. Das können wir hier jetzt auch nochmal überprüfen. Hier seht ihr das, die 25 schaltet ein, die 28 am Ende schaltet aus. Wie ihr diese Codes ermittelt, also hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Das Signal müsst ihr in irgendeiner Form einfach mitlesen, sei es mit einem Arduino Nano, Uno oder was auch immer und so einem normalen 433 MHz Empfänger, wo ihr einfach ein kleines Sketch draufpackt, was entsprechend nur die Werte, die es auffängt, ausgibt. Oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, einfach die Bridge zu benutzen. Die Bridge liest ja jetzt einfach blind alles mit. Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel, wie ich, das Programm MQTT Explorer installiert, dann müsst ihr eigentlich nur den Kanal 433 to MQTT im Auge behalten. Und wenn ich jetzt nochmal meine Fernbedienung von der Leinwand in die Hand nehme und ich drücke nochmal einen Knopf, dann seht ihr hier, ändert sich der Wert auf 9518065 und das ist der Code, genauer gesagt ist das hier die komplette Payload, die jetzt gerade von meiner Fernbedienung übertragen wurde. Und das heißt, wenn ihr dieses Signal auslösen möchtet, dann müsst ihr einfach diesen Payload hier in dieser Datei eintragen und dann funktioniert das Ganze. Für alle, die jetzt meine Haussteuerung benutzen, die alte, ihr könnt einfach in der alten Haussteuerung irgendein Signal senden und auch das wird automatisch hier auftauchen in diesem Format. Dann könnt ihr das hier rauskopieren, hier einfügen und das war's. Ja, soviel erstmal zum Thema RF-Bridge mit Hilfe vom OpenMQTT Gateway. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ihr doch noch Fragen haben solltet, schreibt sie mir gerne in die Kommentare oder oben im Banner von meinem YouTube-Kanal findet ihr auch einen Link zu unserem Discord. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da auch gerne diese Fragen stellen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch gerne direkt meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Nachbauen und Ausprobieren, verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!